Epilog. Ein anderes Leben. Nachdem der Krieg endlich zu Ende war, nachdem diese Ära der Welten abgeschlossen war, war die Gruppe in drei verschiedene Parteien aufgeteilt. Dieser Part erzählt kurz, was den verschiedenen Leuten innerhalb des nächsten Jahres in der Pokémon-Welt bzw. der nächsten 8 Monate in der Menschenwelt geschehen ist. Beginnen wir in der Menschenwelt. Lieber Lord Ecke, liebe Freunde, inzwischen ist die Normalität wieder in diese Welt zurückgekehrt. Ihr habt offensichtlich leider noch keine Kommunikationsmöglichkeit gefunden. Ob dieser Brief euch irgendwie erreichen wird, wer weiß. Ich hoffe jedenfalls, dass es euch allen gut geht und ihr in eurem Leben keine großen Sorgen mehr habt. Für mich waren die letzten Monate definitiv sehr interessant. Nach eurer Abreise waren viele Menschen zunächst ratlos. Was sollten sie jetzt anfangen, jetzt wo die Pokémon wieder weg waren? Wie sollte die Normalität wieder einkehren? Und natürlich hatte auch ich einiges zu tun. All meine Freunde, die ich für Jahre nicht gesehen hatte, waren unfassbar überrascht, als sie bemerkten, dass die ganze Zeit ich der Trainer war, auf den die Welt geschaut hatte. Ich meine, was würde man anderes erwarten, nachdem ich jahrelang spurlos verschwunden war? Aber die meisten scheinen zu verstehen, was mit mir geschehen ist. Leider gibt es aber auch einige Leute, die mir meine Geschichte trotz allem nicht glauben wollen. Sie behaupten, dass kein Mensch hier in die Welt der Pokémon reisen könnte. Ihre Beweislage ist natürlich unfassbar genial. Ich spreche eure Sprache, beherrsche Pokémon-Attacken, konnte diesen Krieg mit euch gewinnen und war all die Zeit verschwunden. Aber das sagt ja alles nix aus. Natürlich war es für mich auch schwer, erst einmal wieder in das normale Leben zu kommen. Trotz allem habe ich ja meine Schule nie abgeschlossen. Viele Leute sahen mich zwar als Helden an, viele aber auch als Freak. Ich versuchte einen Ausbildungsplatz zu finden, um an Geld zu kommen, damit ich in eine eigene Wohnung ziehen kann. Es war vergeblich. Ich hatte zwar kämpferisch vieles vorzuweisen, aber was half mir das? Es ist wirklich seltsam. Ich habe die Menschenwelt sehr vermisst und ich habe mich selber dazu entschieden, nun hier zu bleiben. Doch vor allem, jetzt wo ich wieder voll im Leben drin stecke, merke ich wieder, wie wunderschön eure Welt wirklich ist. Die Luft, die ich einst wunderbar und sauber fand, wirkt nun, als würde ich auf einer Mülldeponie leben. Man könnte meinen, die Menschen würden mir dankbar dafür sein, dass ich sie zusammen mit euch gerettet habe. Aber nix dergleichen. Meine alten Freunde haben mich großteils wieder akzeptiert, aber wirklich viele andere nicht. Natürlich ist davon meine Familie ausgeschlossen. Olaf wusste ja bereits, wer ich bin, und ich merkte schnell, dass er es wirklich all die Zeit vor unseren Eltern geheim gehalten hatte. Beide waren unfassbar froh, mich wiederzusehen und stolz darauf, was ich geleistet hatte. Diese Erfahrungen haben mir wirklich gezeigt, weshalb eure Welt die schönste von allen ist. Die Pokémon leben in Harmonie miteinander. Jeder wird behandelt, wie er es verdient. Ihr lebt in Einklang mit der Natur und trotzdem fortschrittlich. Ihr habt eine Zivilisation aufgebaut, ohne dass es Gier, Krieg und Zerstörung geben muss. Doch vielleicht ist auch dies der Grund, weshalb ich nicht in eure Welt passe. Pokémon sind reinherzige Wesen. Sie handeln nach ihren wahren Emotionen und verstecken nicht, wer sie wirklich sind. Natürlich gibt es Ausnahmen wie Nick Schrosma. Doch diese bleiben die Seltenheit. Ich habe keine reine Seele wie ihr. Ich gehöre in eine chaotische Welt. Chaotisch, so wie auch ich es bin. Aber bevor ihr euch Sorgen macht wegen all dem, was ich euch vorhin erzählt habe, ich konnte einige meiner Probleme inzwischen lösen. Vor allem eine Person hat mir sehr dabei geholfen. Leon. Nach der großen Reise haben wir begonnen, uns anzufreunden. Wir sind die einzigen beiden, die je den wahren Genuss eurer Welten spüren durften. Wir konnten uns beide viel erzählen. Er bereut es oft, euch nie wirklich getroffen zu haben. Vor allem dich, Ivy.
Die Nachrichten über Chillast haben ihn natürlich mitgenommen. Er besucht regelmäßig das Grab im Wald, so wie auch ich. Doch zurück zum Thema. Denn als ich so in der Klemme steckte, auf der Suche nach einem Job und nach Geld, hat er mit seinem Vater geredet. Und dieser hatte einen perfekten Platz für mich. Im Fernsehen. Ich habe dort 2x die Woche eine halbe Stunde Sendezeit. Wovon meine Sendung handelt? Von euch natürlich. Von uns und unseren Abenteuern. Ich erzähle den Menschen dort, was wirklich in eurer Welt geschehen ist. Was unsere Abenteuer waren. Die Geschichten hinter Darkrai, Floink und Nick Crossmar. Auch wenn ich im echten Leben nicht so viele Fans habe, die Sendung hat es. Die Leute wollen alles wissen und schalten wieder und wieder ein. Derzeit bin ich wohl so etwas wie ein Fernsehstar. Durch den Erfolg meiner Sendung wurde ich auch schon zu manchen Talkshows eingeladen. Und durch den Erfolg meiner Auftritte habe ich inzwischen eine eigene Wohnung. Und ihr erratet nie wo. Keiner hatte damit gerechnet, dass meine Erzählung derart durch die Decke ging. Es kam deutlich mehr Geld zusammen als erwartet. Deswegen entschied ich mich, keine Wohnung zu mieten, sondern ein kleines Haus zu kaufen und zu renovieren. Unsere Waldhütte. Sie ist inzwischen ein kleines und bequemes Haus mit ein paar Zimmern. Hier verbringe ich meine Tage in Ruhe und abends bin ich bei Auftritten. Was passiert, sobald ich alle Abenteuer erzählt habe? Kann wohl nur die Zukunft zeigen. Ich habe damit eigentlich das meiste gesagt, was ich loswerden wollte. Nur eine Sache noch. Egal was passiert, egal welche Rückschläge ihr erleidet, lernt aus euren Fehlern und gebt niemals auf. Ich spüre, dass es euch da draußen gut geht. Ich danke euch für alles, was ich mit euch zusammen durchmachen durfte. Ich danke euch dafür, dass wir ein Team waren. Ich danke euch dafür, dass ich euch gefunden habe. Ich hoffe, ihr habt das friedliche und schöne Restleben, das ihr verdient. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann tatsächlich Kontakt aufzunehmen. Alles Gute aller Welten. Euer Günther. Somit hat Günther alles gesagt. Und ihr wisst, was ihr wissen müsst. Dann gehen wir weiter und hören uns an, was Ivy zu all dem zu sagen hat. Lieber Chillast, ich weiß, dass es vermutlich Schwachsinn ist, einen Brief zu schreiben. Ich meine, wie sollst du ihn je bekommen? Aber ich habe die Hoffnung, ganz tief in mir, dass du ihn eines Tages erhältst. Und wenn ich ihn mit mir ins Grab nehmen muss, aber eines Tages wirst du ihn lesen, egal wie. Aber ich sollte wohl langsam beginnen zu erzählen. Dein Tod ist inzwischen etwas mehr als ein Jahr her. Etwa eine Woche später war der Krieg zu Ende. Wir haben es alle zusammen geschafft. Ich habe in deinem Namen gekämpft und war erfolgreich. Wir haben selbst Groudon wieder getroffen. Und vielleicht glaubst du es mir nicht, aber er hat seine Protoform erhalten. Aber ich konnte ihn besiegen und dabei habe ich mich entwickelt. Ja, du liest richtig. Entwickelt. Nicht so wie sonst, sondern endgültig. Der ganze Formwechsel hat ein Ende. Und ich habe herausgefunden, was meine Bedeutung ist. Ich bin nun eine Spezies, die wir Elementare getauft haben. Der Grund dafür ist, dass ich nun alle Elemente beherrsche. Und ich habe die besondere Attacke Hoffnungsstrahl erlernt. Je mehr positive Emotionen im Umkreis des Pokémon, das sie nutzt, herrschen, desto mächtiger wird ihr Schlag. Genau nach diesem Vorbild habe ich auch versucht, dieses letzte Jahr zu leben. Als der Krieg endlich vorbei war, hatte ich die Hoffnung, schnell wieder in ein relativ normales Leben zurückzufinden. Ich hatte bereits aufgehört zu trauern, so wie du es gewollt hättest. Aber als wir dann wieder in Silberdorf waren, es war so viel schwerer als erwartet. Es ist alles unfassbar schön und friedlich. Etwas, das man einfach mit jemand Besonderem teilen will. Doch ich habe diesen Besonderen für mich verloren. Die gute Nachricht ist jedoch, dass Bulby dieses Problem nicht hat. Shinux ist zurück. Einen Tag nach dem Kampf gegen Groudon haben wir ihn gefunden und wieder zu uns bringen können. Aber leider haben wir dabei auch Nick Crossmar wieder getroffen. Nachdem wir ohne Günther, der in seiner alten Heimat blieb, wieder hierher zurückkehrten, ist auch einiges passiert. Lord Ecke hat sich einem Rat von Bisasam gut getan und versucht, sich etwas Neues aufzubauen.
Er versucht, etwas Abstand von seiner Vergangenheit zu nehmen. Dafür hat er sich unter anderem eine neue Berufung gesucht. Er ist nur noch selten bei uns in Silberdorf. Er ist wieder nach Schatzstadt zurückgekehrt und hilft dort nun in der Gilde aus. Er trainiert dort Rekruten, damit sie ihr wahres Potenzial entfalten können. Rund einmal im Monat besucht er aber auch seine wahre Heimat und uns für ein paar Tage. Zudem gibt es in Silberdorf nun eine Neuerung. In Krisenfällen und auch sonst, wenn Organisation oder Streitigkeiten anliegen, haben wir jetzt eine sogenannte Stadtsprecherin. Ein Posten, der von Latias perfekt besetzt ist. Sie versucht so, aus unserem kleinen, aber schönen Dorf einen noch tolleren Ort zu machen. Vor allem durch den Handel mit Schatzstadt versucht sie, die Dorfkassen tatsächlich etwas zu füllen und ein paar Dinge, die Silberdorf brauchen konnte, zu verändern. So haben wir inzwischen zum Beispiel bereits einen Brunnen am Dorfrand. Unsere große Gruppe hat sich im Gesamten jedoch sehr aufgespalten. Latias und Hydropi sind die einzigen, die in Silberdorf geblieben sind. Alle, die nicht mehr dort wohnen, kommen jedoch regelmäßig zu Besuch. Manche häufiger, manche seltener. Latios ist zurück auf den Gebirgskontinent gereist. Dorthin, wo er und Latias geboren wurden. Dort ist er nun Teil des OVR, des offiziellen Verbandes der Retterteams. Von dort aus unterstützt er nun Gilden, Erkunder und Retter auf der ganzen Welt und fördert Talente, die er so findet. Zu diesen geförderten Talenten gehört das neue Spitzenteam der Knuddelluft-Gilde, das Team Funkenherz. Der Name ist zusammengesetzt aus den Funken des Teamleiters und dem Herz, das für die Verbindung zwischen den beiden steht. Bei den beiden Mitgliedern handelt es sich nämlich um Bulbi und Scheinux. Sie hatten sich entschieden, wieder durch die Welt zu ziehen und gemeinsam Gutes zu tun. Dabei sind sie sowohl im Kampf als auch im Privatleben ein wahres Traumteam. Zum guten Schluss fehlt noch dein alter Freund Seemops. Auch er ist auf Reisen gegangen, und zwar auf eine ganz besondere Reise. Eine Reise durch die Meere. Er erkundet sämtliche Ozeane auf der Suche nach tollen neuen Entdeckungen und Schätzen. Wirklich fündig scheint er bisher nicht geworden zu sein. Jedoch hindert es ihn nicht daran, eine Riesenmenge Spaß an allem zu haben. So ist er nun einmal. Naja. Doch ich hatte auch noch nicht ganz die Wahrheit gesagt. Natürlich sollte ich dir trotz allem wohl auch noch sagen, was ich eigentlich inzwischen mache. Derzeit, wenn ich dies schreibe, bin ich in Silberdorf. Zum einjährigen Jubiläum des Kriegsendes und in Gedenken an dich hat sich unsere gesamte Gruppe heute versammelt. Die Anreise war zwar bereits für die anderen weit, aber für keinen so weit wie für mich. Unsere Reise in die Welt der Menschen und unsere dortigen Begegnungen haben nämlich eine Lücke in der Raumzeitmatrix gebildet. Oder, um es einfach zu sagen, wir können wieder in unsere alte Heimat reisen oder es Raum und Zeit gestört werden. Und das habe ich auch getan. Nun, wo ich das wahre Wesen in mir entdeckt habe, habe ich mich entschieden, mich meinen alten Dämonen zu stellen, so wie du es getan hast. Ich bin zurück zu meinem alten Stamm auf dem Waldkontinent gereist. Der Kontinent, den du immer so sehr liebtest. Bei meiner Ankunft schienen viele der Pokémon dort sehr unschlüssig, was sie mit mir anfangen sollten, als sie mich sahen. Aber als ich ihnen erklärte, wer ich war, änderte sich das. Es war für mich sehr überraschend, aber sie waren tatsächlich bereit, mich in ihrer Mitte aufzunehmen. Mehr sogar, ich habe den Platz eingenommen, der bei meiner Geburt für mich vorgesehen war. Der Platz, den sich früher meine Eltern teilten. Ich bin zur Stammesanführerin geworden. Wieso sie ihre Meinung geändert haben? Immer noch sagen sie, was ich hatte, war ein Fluch. Doch diesen Fluch habe ich gebändigt. Ich bin seine Meisterin geworden. Und nun bin ich das höchste Pokémon der gesamten Evoli-Linie. Also habe auch ich meinen Platz gefunden. Und so lebe ich nun auf dem Waldkontinent. Auch hier habe ich ein wunderschönes Grab für dich errichtet. So, dass du an dem Ort, der dir am meisten bedeutete, ruhen kannst. Mein Leben geht weiter. Auch ohne dich habe ich es geschafft. Aber ich werde dich nie vergessen. Und irgendwann sehen wir uns wieder. Ohne dich hätte ich nie meine wahre Kraft gefunden. Ohne dich wäre ich nie ich gewesen. Ich danke dir für alles.
Wir sehen uns wieder. In Liebe, deine Eevee. Die Welt der Pokémon und die Welt der Menschen. Doch was ist nun die letzte Gruppe? Es ist doch eigentlich ziemlich nachvollziehbar, oder nicht? Liebe Eevee, wir haben schon eine Weile nichts mehr voneinander gehört, nicht? Ich schreibe diesen Brief gerade an einem sehr besonderen Ort. Ein Ort, den viele Pokémon einfach das Void nennen. Ja, ich rede von dem Void, von dem Bisasam uns erzählt hat. Solltest du irgendwie jemals an diesen Brief kommen, dann bist du gerade bestimmt sehr verwirrt. Wieso sollte ich an diesem Ort sein? Du kennst mich gut. Du weißt, dass ich niemals etwas tun würde, das Xerneas dazu bewegen würde, mich an diesen Ort zu verbannen. Ich sollte dir also besser die ganze Geschichte erzählen. Es begann alles, als diejenigen, die in den Krieg gezogen waren, wieder zu uns zurückgekehrt sind. Unmengen an Pokémon aller Arten betraten die Welten dieser Scheinwelt. Ich kannte nicht viele von ihnen, doch eines fiel mir sofort ins Auge. Bisasam. Ich und er schlossen uns ziemlich direkt zusammen und er erzählte mir alles, was euch im Krieg passiert ist. Ich konnte vieles von dem, was er sagte, gar nicht glauben. Es scheint ja wirklich viel geschehen zu sein. Floink war tatsächlich der Anführer der Armee gewesen? Darkrai beherrschte das reine Element? Aber am meisten hat mich euer Kampf gegen Proto-Groudon überrascht. Zuerst war ich bei dieser Erzählung erschüttert. Ich hatte alles gegeben, um diesen Dämon endlich zu vernichten. Und er tauchte einfach wieder auf. Und noch dazu erhielt er seine größte Macht. Aber dann hat er begonnen, von dir zu erzählen. Davon, wie du dich tatsächlich entwickelt hast. Ich war so unfassbar glücklich und stolz, als er mir all dies erzählte. Ich wusste immer, dass in dir Unfassbares schlummert und nun hast du es endlich bewiesen. Nur hat es mich geschmerzt zu wissen, dass ich einen so bedeutenden und schönen Moment deines Lebens nicht mit dir teilen konnte. So erzählte mir Bisasam alles, was euch noch geschehen war. Vieles davon betrübte mich etwas. Doch es war nicht schlimm durch das Wissen, dass ihr den Krieg ohne weitere Verluste gewonnen habt. Im Gegenteil, Shinnoks Rückkehr war auch für mich eine frohe Botschaft. Vor allem freute ich mich natürlich für Bulby. Ich hoffe, die beiden haben eine tolle Zukunft. Und natürlich hoffe ich das auch für dich. Ich hatte zunächst wirklich Angst, dass du zu erschüttert über mein Ende sein würdest. Aber Bisasams Erzählungen haben mir Hoffnungen gegeben. Du bist stark genug, um weiterzuschreiten. Doch ich schweife ab. Bisasam erzählte mir also alles, was geschehen war. Und vor allem sah er eine Sache in den Geschehnissen. Eine Sache, mit der er sofort Xerneas konfrontierte. Floinks Zustand, sein Hass, der ganze Krieg. Es war alles nur durch seine Gefangenschaft im Void. All der Wahnsinn hatte sich in seinem Inneren angestaut, da er im Void eingesperrt war. Und dabei hatte er nie etwas getan, um es zu verdienen. Und dies trug er so an Xerneas weiter. Er wirkte dabei wirklich sehr aggressiv und versuchte Xerneas zu erklären, dass der Krieg letztendlich ihre Schuld sei. Die Wächterin des Lebens jedoch blieb ruhig. Sie versuchte erneut, Bisasam das Problem zu erklären. Nämlich, dass trotz allem Floink ein Wesen der Schatten sei und seine bloße Präsenz das gesamte Jenseits durcheinander bringen würde. Sie erklärte zudem, dass sie es sehr bedauere und Bisasam darin zustimme, dass Floink es nicht verdient hätte. Doch dann sagte Bisasam etwas aus einer Reaktion heraus. Was, wenn Floink nicht alleine im Void verbleiben müsste? Xerneas wirkte zunächst unschlüssig. Die Gesetze des Void besagten, dass jedes Pokémon dort einsam sein musste. Doch Floink war eine Ausnahme. Er war schließlich nicht zur Strafe dort. Sie beriet sich also mit Yveltal, dem Wächter des Void, und sie kam zu einer Einigung. In diesem Fall sollte es gestattet werden, dass andere Pokémon zu Floink ins Void reisen, damit er nicht mehr unter der Einsamkeit leiden musste. Trotz allem, was geschehen war, war Bisasam fest von seinem Freund überzeugt. Er war bereit, die Ewigkeit an diesem höllischen Ort zu verbringen, solange er damit bei Floinks Seite bleiben konnte. Und ich hatte über all die letzten Jahre eines gelernt. Als ich noch alleine im Waldkontinent Wache hielt, war mein Leben öde, mein Erfolg gering.
Doch als Team, nur als Team ist man wirklich stark. Und ein Team hält immer zusammen. Somit hatte ich meine Entscheidung schnell getroffen. Ich würde Bisasam begleiten. Es würde mich vieles kosten. Vielleicht sogar die Chance, dich je wiederzusehen. Doch ich sah einen größeren Sinn. Wenn Floink nicht mehr von der Einsamkeit in den Wahnsinn getrieben werden würde, dann könnte so etwas nie wieder passieren. Der Gott des Wahnsinns wäre Geschichte. Für das Wohl aller Welten war ich bereit, diesen Preis zu zahlen. Und so sind wir nun hier, im Void, zu dritt. Floink hatte unsere Ankunft nicht sehr genossen. Er hatte alles versucht, um uns zu verscheuchen, wollte uns angreifen. Doch in dieser Welt kann man sich nicht verletzen. Er konnte nichts daran ändern, dass wir nun bei ihm waren. Er wirkt immer noch sehr eingenommen vom Irrsinn. Doch Tag für Tag habe ich das Gefühl, dass es schwindet. Mit jedem Tag kehrt Floink zurück. Zumindest hoffe ich das. Nun weißt du auch, was in der Welt des Jenseits vorgefallen ist. Ich hoffe, dass es dir und allen anderen gut geht. Dass ihr ein schönes Leben führen könnt. Dass ihr glücklich werdet. Ich bin nun zwar fort, doch ich bin dankbar, dass ich ein Teil davon sein durfte. Dass ich etwas verändern konnte. Und auch, dass ihr und vor allem du mein Leben verändert habt. Ich selber habe die Schlacht gegen meinen größten Feind nicht gewinnen können. Doch du hast mich gerecht. Durch dich war mein Opfer nicht umsonst. Ich bin dir dankbar für alles, was du für mich getan hast. Dafür, dass du einfach du bist. Und bitte, versprich mir, dass du das auch immer bleiben wirst. Manchmal sind es Abschiede, die Wesen formen. Manchmal sind es Anfänge. Das Wichtigste im Leben ist, immer voranzuschreiten und nie zu vergessen. Was auch immer du tust, wo auch immer du bist, solange in deiner Seele das Feuer brennt, wirst du leuchten wie ein Stern am Nachthimmel. Dieses Feuer, dieses Licht, das bist du. Und du hast die Macht, etwas zu verändern. Jeder kann Großes bewirken. Niemand ist je wirklich alleine. Du bist dein Feuer. Du formst dein Schicksal. Ich werde für ewig in euren Herzen weiterleben, das weiß ich. Werde glücklich. Für mich. Dein Cellast. Ende.